Danke nach Mainz, willkommen zurück. Endspurt, volle Kanne Richtung Wochenende. Eine knackige halbe Stunde haben wir noch, unter anderem mit einem Revolverföhn. Ja, ich sorge hier gleich für die amtliche Föhnfrisur, denn bei uns sind Männer, die Föhns lieben. Der Jo ist totaler Föhnfetischist, Tore weniger. Wir kümmern uns auch um diese Themen in dieser halben Stunde, unter anderem. All das in dieser halben Stunde. Volles Programm. Sag mal, dieser Föhn, der ist aus deiner Föhnsammlung. Genau. Mach nochmal kurz an. Heiß, oder? Tolles Geräusch, oder? Aber er hat nicht so viel Power. Nein, das ist tatsächlich was fürs Auge. Also als echter Föhnbegeisterter und Föhnfreund habe ich den von zwei Kollegen zum Geburtstag, zu meinem 30. geschenkt bekommen. Und seitdem ist das so das Glanzstück in meiner Föhnsammlung. Ein Föhnfreund, das heißt, in der Garderobe ist er ständig am Föhnen. Ja. Bei der Haarfrisur, da ist er. Das ist ja so ein Ding. Macht das doch nicht. Nee, das doch. Ihm geht es ja nur um das komische Geräusch. Ich hasse ja das Geräusch. Ich werde davon zerkirrig. Und das habe ich von meinem Vater. Der mag Staubsaugen auch nicht. Ich auch nicht. Und das auch nicht. Und er sitzt dann da die ganze Zeit. Das ist ja jetzt nicht gerade beruhigend für mich. Doch, nein, wenn du das nicht jetzt weitermachst, schlafe ich dir gleich ein. Ja, das für mich ist das entspannendste Geräusch, das es gibt. Also, wenn ich Text lernen muss oder so. Und so ein Föhn läuft, bin ich dreimal so schnell und wenn ich richtig runterkommen muss mal, weil ich Stress hatte, bei dem Geräusch entspanne ich echt. Warum bist du nicht Friseur geworden? Weil ich mir nichts Unspannenderes für mich vorstellen kann. Dann bring ich dir das erste Mal schön Laub gebläse mit, dann hast du dann Spaß. Schon als Kind war das wohl, erzählen mir meine Eltern, bin ich immer dem Staubsauger hinterher gekrabbelt, weil ich das Geräusch mochte. Und da hätte man stutzig werden müssen. Spätestens da hätten sie skeptisch werden sollen und sagen, das stimmt was nicht. Aber wie viele Föhns hast du jetzt zu Hause? Gar nicht so viele, weil ein Föhn bei mir wirklich so im Durchschnitt 2 Monate hält und dann von uns geht. Die laufen bei mir Tag und Nacht. Also, und deswegen weiß jeder immer, was er mir zum Geburtstag schenken muss. Ich krieg einen Stapel Föhns. Genau, am Sonntag ist, ist es ja wieder soweit. Ja, ich werde alt am Sonntag. Machst du mehr so kuschelige Reiseföhns? Nein, gar nicht. Oder ein großer Profiföhn? Ich brauche alles. Es gibt zum Entspannen brauche ich den Turboföhn, der richtig Krach macht. Also auch mit Aufsatz oder? Nee, da geht es nur um das Geräusch. Also er muss da nur Dampf haben und für zwischendurch mal in der Maske oder so haben wir einen, der nicht ganz so laut ist, das Tore auch nebenbei. Also ist so der Entspannungsföhn. Ja, sehr entspannt. Das ist wirklich richtig schön. Ja, er tut jetzt so zwischendurch. Mag er es eigentlich auch, glaube ich. Ja, genau. Tu doch nicht so, du willst es doch auch. Ich mag ja so laute Maschinen und so, aber das ist echt so ein Geräusch, was mich... Kannst du im Prinzip den Traktor daneben stellen oder die Motorsäge? Ich habe gerade gesagt, Laubgebläse, Motorsäge, das alles sehr gerne, aber das Ding... Wir sind Schauspieler. Wenn man die Augen zumacht und das hört, könnte es auch ein Laubgebläse sein. Mach mal, komm, Augen zu. Boah, und der stinkt auch noch, das ist echt noch. Wir kriegen ihn halt nicht dazu, den Föhn zu mögen. Aber im Prinzip müsste man ihm mal eine CD brennen. Die schönsten Föhns, 3 Stunden. Ja, da würde die Luft füllen. Die Top 10. Oder eine Wette für Wetten, das. Wetten, dass ich meine Föhns an ihrem Geräusch erkenne. Das wäre was. Oder hier mit einem Lagerfeuer-DVD mit Hintergrundmusik ist dann dein Föhn. Das wäre wirklich wunderschön. Ich wette, dass ich 20 Frauenfrisuren nach Föhns sortieren kann. Ich weiß genau, mit welchem Föhn da wie geföhnt wurde. Ja, Jo ist dabei. Wir machen uns da noch ein paar Gedanken. Wenn Sie noch Fragen haben zu Hause, immer her damit. Vielleicht stehen Sie auch auf Föhns. Ich stehe auf Küchengeräte, aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt viele. Ja, ja. Du bist nicht allein. Ich bin nicht allein. Per Telefon oder per E-Mail. vollekanne@zdf.de. Na Wahnsinn, immer noch knapp 200.000 Menschen, die in New Orleans gelebt haben, die immer noch kein Dach über dem Kopf haben. Und das ist jetzt 5 Jahre schon her. Die Fans klinken sich in diese Sendung ein, wie selten. Unter anderem Pierre Sanussi Bliss hat uns ge-E-Mailt. Der Assistent des Alten. Der sagt, lieber Jo, deine Liza Minnelli-Nummer im Theaterstück Ganze Kerle ist bisher unerreicht. Pierre, danke dir. Machst du uns ganz laut die Liza. Und schön, euch hier zu sehen, sagt Elisabeth aus München. Ihr seid ein absolutes Traumpaar für Homos und für Heteros. Und ein paar haben noch gesagt, was denn der Ballermann jetzt nicht so im Urlaub, dass dann doch ein paar mehr gepöbelt haben? Nein, gepöbelt aus der Laune nicht. Heraus. Ja, wir hatten sehr viel Spaß, wir waren ja selber gut drauf und wir hatten wirklich Spaß. Natürlich, da sind ja, sind ein paar Deutsche. Da geht es auch mal derber zur Sache. Ja. Ne? Na, es ist so, dass die Hemmungen so ein bisschen weg waren und die Leute schnell dazu tendierten, uns anzupacken und sehr körperlich wurden. Aber das war witzig. Also, wir da muss halt Schauspieler mit dein Leben, ne? Dass die Menschen dann... Wenn wir da hinfahren, also das wussten wir im Vorfeld. Ja, das war ja das Ding. Und wir waren ja nicht alleine, wir haben ja noch jemand dabei gehabt, der auf uns aufgepasst hat. War alles in Ordnung. Jetzt habt ihr eine tolle Geschichte gemacht in Amerika. Wir haben vorhin schon erzählt, ganz viele Fans dort in Nordamerika schauen Verbotene Liebe bzw. eure Szenen daraus auf YouTube. Jetzt habt ihr mit amerikanischen Stars zusammen ein Fantreffen organisiert in New York. Ja, das haben Fans organisiert für einen guten Zweck. Es konnte eine ausgewählte Anzahl von Fans teilnehmen gegen einen gewissen Betrag, der dann der Aidshilfe Köln und einem amerikanischen Charity-Projekt zugunsten kam. Und das war toll, also da mal so auf 100 Fans zu treffen,
und zu sehen, was denen das bedeutet, was wir machen und mit welcher Begeisterung die dabei sind und was die zum Teil mit unserer Geschichte verbinden, das war hochemotional, und das, oder? Ja, und das dann noch in diesem magischen, für ein Schauspieler ist ja Amerika so wirklich dieses you magische. You can make it there, ne? Also. Ja, das ist so ganz verrückt, und wir darüber geflogen und wir fanden es schon sehr toll. Wir waren, haben so irgendwann mal da gesessen und meinten so, wir fahren nach Amerika und ja, das war... Und verrückt, total verrückt. Was ich ja klasse fand, ihr habt ja in euren Rollen sozusagen als Christian und Oliver dann auch geblockt, als diejenigen, die in der verbotenen Liebe diese Liebe leben. Christian und Oliver zeigen uns ihr New York. Das ist echt eine Hammeraussicht. Ja, willkommen zurück bei Crolli erobern New York. Ja, yeah, hello again. Hey. Und wir starten heute mit einem Hammerpanorama und der großen Gewinnfrage, wo sind wir? Ja, da darf ich raten, wo sind wir denn? Ja, wir sind hier nämlich im 70. Stock und ich würde mal sagen, das ist eine unglaubliche Aussicht. New York at its best. Ja, und das Ganze hier drumherum ist das Areal des Rockefeller Centers. Das geht über ganze 3 Blocks, das ist so unglaublich. Das ist echt Wahnsinn. Eine Hammeraussicht. Crolli, Christian und Oliver, so hieß der Block, der ist jetzt aber eingestellt worden irgendwie im Sommer. Ja. Ihr seid doch also nach wie vor in der Arbeit. Jetzt ist er doch nochmal ins Fernsehen gekommen. Ja, wir haben den ein Jahr gedreht und jetzt erstmal gesagt, jetzt kommt die Hochzeit. Das war so viel Arbeit, dass wir uns erstmal darauf konzentrieren mussten. Im Moment drehen wir sehr, sehr viel und dann war es zeitlich einfach kaum machbar. Ja. Könnt ja die Hochzeitsreise auch wieder nach New York. Wir wären sehr gewillt, das zu tun. Wir hatten ja schon andere Ideen hier im ZDF, dass wir vielleicht aufs Traumschiff fahren oder das wäre natürlich auch. Das wäre eigentlich, das ist ja mein großer Traum, irgendwann beim Traumschiff mitzuspielen. Und das wäre so für uns die Hochzeitsreise von Crolli aufs Traumschiff. Das wäre cool. Oder lieber zum Forsthaus Falkenau. Oder so. Wir fahren zum Forsthaus. Ja, ihr könnt ja übers Forsthaus dann aufs Traumschiff. Da müsstest du allerdings auch den Hund mitnehmen. Wir haben auch Bilder da, die dich als Förster zeigen. Er ist wirklich, also du wärst, wenn du noch ein bisschen älter wärst, der ideale Förster gewesen. Also bin ich hier. Mit Hund. Ja, da unten sitzt die Biene, die sieht man gar nicht, die ist gut getarnt. Das ist eigentlich mein Jagdhund und der andere gehört eigentlich meiner Mutter. Der schwarze unten. Da unten, der kleine, der wuschige kleine Mob. Das ist, genau. Und den anderen Hund, den darf ich leider nicht mitnehmen, da kriege ich Ärger mit meiner Mutter. Wenn da was drankommt, wenn ein Wildschwein den aufpiekst, dann gibt es Ärger. Und beim Kleinen wäre es nicht so schlimm, oder? Nein, der ist sehr schlau, der macht das, der treibt die und geht aber nicht dran, zum Glück. Ja. Sonst müsste man nämlich immer zum Tierarzt nach der Jagd, das ist echt blöd. Also du hast richtig Jagdschein und so? Ja, genau. Also du schießt auch auf Tiere? Ich bin passionierter Jäger und bei uns zu Hause gibt es diese leckere Wurst, die hier wahrscheinlich aus Massentierhaltung kommt, gibt es dann von mir geschossen, von mir zerlegt, auf dem Frühstückstisch. Selbst zerlegt? Also bist du auch ein... Ja, das ist ja das Schöne an der, Jagd. Also da hat man dann einmal, es fängt damit an, dass man Hochsitze baut und so sozusagen so einen Budenbau für Erwachsene hat. Dann geht es weiter über das Jagen und Schießen, gehört natürlich dazu, wo mir die Tiere auch leid tun, aber es ist, gehört einfach dazu. Und dann wird das zerlegt, in Tüten gepackt und zu Grillwürstchen oder Braten gemacht. Und dann kochen tue ich es nicht, aber das gehört alles dazu. Das hört sich so entspannt an, wenn du es erzählst. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Ich denke mir, aber es gibt ganz, ganz viele, die dann sagen, was, der schießt auf Tiere. Ja, klar. Also, schlimm, da musst du dich ja dann wirklich an jeder Ecke wieder rechtfertigen. Ne? Ja, eine Zeit lang sollte ich das auch nicht in Interviews sagen, weil es gab danach ganz böse Briefe. Und dann irgendwann habe ich aber gesagt, ich will das eigentlich gar nicht. Also ich stehe da absolut zu und da kann auch jeder mit mir gerne drüber sprechen, weil ich das für richtig halte und wirklich, man sollte sich jeder, also ich finde, jedes Kind sollte mal in den Schlachthof kommen oder das einfach bewusster Fleisch essen und um zu sehen, woher es kommt, dass es nicht nur aus der Kühltheke kommt, sondern wirklich ein lebendes Tier ist, was man da isst. Dann nicht mehr lebt, aber, es war mal eins. Genau. Ja. Dann kann man sich ja entscheiden, ob man dann zum Vegetarier wird oder auch nicht. Hast du schon mal eine Wurst gegessen? Ich war schon mal zum Grillen bei ihm zu Hause und da gab es Wildschweinwürstchen. Und eigentlich esse ich kein Wild, aber die hat tatsächlich gut geschmeckt. Ja, damit überzeuge ich jeden. mit deiner eigenen Wildschweinwurst. Du musst aber trotzdem aufpassen, ne? Diese Wildschweine sind ja nicht zu unterschätzen. Nee, das ist wirklich so. Die sind es ist ein wehrhaftes Wild und die sind, wenn man denen zu, aber wirklich nur, wenn man denen zu nahe kommt. Also ich wohne jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, im Wald und habe die im Wald nur 3-mal gesehen. Und jetzt nach Kyrill ist es natürlich schlimmer geworden, weil einfach die Wälder jetzt so schön für das Wild sind. Die fühlen sich jetzt super doll wohl im Wald, finden da sehr viel Fressen. Und jetzt sieht man öfter Wildschweine. Aber wie gesagt, in 20 Jahren habe ich die, glaube ich, 2-mal wild gesehen. Oder vom Hochsitz. In diesem Sinne weit man's heil, ja? Weit man's heil.